Hallo, an was denkt ihr bei dem Hut? Ich helfe euch auf die Sprünge. Ich denke an Carlo Petersoli alias Bud Spencer, den ich sehr mag. Den Hut, so einen hat er übrigens in Das Krokodil und sein Nilpferd getragen. Klasse Film damals. Aber um Film geht es heute nicht. Heute geht es um ein Produkt, das den Namen von Bud Spencer trägt. Die Pizza wurde ja mittlerweile eingestellt mit dem Logo des 4 Käse für ein Halleluja. Anscheinend hat es mit den Markenrechten nicht mehr so hingehaut. Aber es gibt ein anderes Produkt, das Bud Spencer als Werbefigur nutzt, und zwar Bud Spencer Whisky Schokobohnen. Und es gibt auch einen Bud Spencer Whisky. Und wem habe ich die zu verdanken? Markus und Jessica haben da an mich gedacht, als sie diesen Sonderverkauf gesehen haben, und haben mir zwei von den Packungen geschickt. Eine habe ich jetzt im Kühlschrank gehabt, habe sie ein bisschen vorgekühlt und möchte die heute mal abchecken, ob die besser schmecken als die Weinbrandbohnen, die es da gibt. Und ich bin echt gespannt. Jetzt schauen wir mal auf die Packung drauf. Das Konterfei ist schon mal klasse. Gefällt mir. Und was steht drauf? Pralinen mit 45% whiskyhaltiger Füllung. Blended Malt Whisky, Kakaobutter, Milchzucker, Vollei und so weiter und so weiter. Das sind die Zutaten. Wird gemacht vom Piasten, wie da drauf steht. Die kenne ich auch noch. Alte Pralinen- und Schokofabrik in Forchheim. Und ich denke, da hat die Familie Petersoli auch ihr Okay geben müssen für das Produkt. Den Whisky habe ich auch noch nicht getestet, den soll es ja auch geben. Jetzt brauche ich was, um die Packung aufzumachen. Schauen wir mal, wie die schmecken, ob die richtig nach Whisky schmecken. Die Weinbrandbohnen, die ich letztes Mal hatte, das war zwar irgendeine Billigmarke, die waren nicht gut. Jetzt schauen wir, ob die Whisky-Schokobohnen die toppen können. Gibt ja auch noch von Asbach die Original-Weinbrandbohnen. So sieht es aus, wenn man es aufmacht. Hopp, da klebt eine an. Die waren natürlich postalisch unterwegs, waren schon der Sonne ausgesetzt ein bisschen. Jetzt nehme ich mal eine raus. Haben wir so ein bisschen so einen weißen Glanz hier. Fahren wir drüber. Vorgekühlt, und jetzt kommt der große Moment, wo das Nilpferd das Wasser lässt. Sind also noch haltbar, habe ich extra geschaut. Aber es ist null Whisky-Geschmack feststellbar. Es ist auch keine Flüssigkeit drin beim Reinbeißen. Ich zerbreche die jetzt einfach mal. Da ist einfach bloß eine Creme drin. Keine Flüssigkeit, ein Gelee. Hier sieht man es noch deutlicher. Nichts flüssig, Gelee. Ich habe nicht das kleinste Whisky-Aroma. Was soll ich sagen? Schokoladenmäßig gut, aber das Whisky-Aroma fällt voll durch. Ob das rausdiffundiert ist durch die Schokolade, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, ich enttäusche Markus und Jessica jetzt nicht, wenn ich sage, dass die Bohnen nicht den Erwartungen entsprechen. Das Einzige, was man machen kann, das Bild ausschneiden in einen kleinen Rahmen und aufhängen. Geschmacksmäßig sind sie bei mir durchgefallen.
habe da wesentlich mehr erwartet. Ein richtiges Geschmackserlebnis jetzt. Einen richtigen Bourbon-Geschmack. Ist leider nicht gekommen. Egal. Man kann nicht immer alles gut bewerten, wenn es nicht gut ist. Das ist halt so, wenn man das ehrlich bewertet. Wer Schoko mag, kann es essen. Vom Schokogeschmack sind es nicht schlecht, zart bitter, aber Whisky kommt überhaupt nicht vor in den Pralinen. Das war's auch schon wieder für heute mit dem Bud Spencer Produktcheck. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.